Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Lands of Lore 2 Götterdämmerung. Wir haben in der letzten Aufnahme die Spinnenhöhlen besucht und haben dort gegen die Bestie gekämpft, die wir im Intro des Spiels gesehen haben. Diese wirklich sehr seltsam aussehende Spinne. Eine Vorgeburt von Belial, wenn man so will. Wir haben außerdem Shalla und ihr verlorenes Kind gefunden, das Kind ebenfalls aus dem Intro. Allerdings mussten wir feststellen, dass sie schon längst gestorben ist. Und nun müssen wir uns zurückmachen auf in das Hulindorf und hoffen mal, dass sie uns jetzt Einlass gewähren werden. Denn nur dann können wir etwas herausfinden über unseren Fluch. Hoffen wir zumindest. Bei den Mystikern, Heilern, Magiern der Hulin, was auch immer. Die Frage ist, ob es überhaupt jemanden dort gibt, der das überhaupt kann. Aber das werden wir, wie gesagt, dann ja auch herausfinden. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier nicht falsch gelaufen bin. Ich bin ziemlich gut gelaufen. Da sind wir auch schon. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt straight auf den Weg zum Dorf. Denn ansonsten gibt es jetzt erstmal spontan nichts, was ich mir noch angucken will. Wir müssen jetzt, wie gesagt, erstmal ins Hulindorf und da gibt es dann auch noch einiges zu tun. Aber erstmal müssen wir dafür dort ankommen. Und das ist als Echse nicht mehr ganz so einfach. Wie war das mit den Beschwerden? Man muss nur lang genug nörgeln, dann wird einen das Spiel erhören. Und man hat weniger Probleme. Kann ich diese Spinne eigentlich nicht einfach auch abschießen? Das wäre ja mal eine Maßnahme. So, dieser Ort kommt mir sehr bekannt vor. Wir müssen, glaube ich, einfach nur... Gehen wir mal hier lang. Na, Luther, du kannst doch nicht hier reinfallen. Was machen wir denn jetzt? Ah ja, sehr gut. Ja, im Hulindorf wird auch einiges Interessantes passieren. Denn glaubt mir, die Lage ist ganz schön kompliziert. Aber dazu werden wir noch kommen. Wir sind jetzt sehr in der Nähe des Dorfes. Und mal sehen, wie dieser Typ reagieren wird, der uns ja vorher noch so unfreundlich abgewimmelt hat. Das sind zwei Cerebis, okay. Wow. Mittlerweile konnte ich sogar die vierte Stufe des Funkenzaubers anwenden. Und das ist eben halt nur möglich, weil wir schon so eine hohe Magiestufe haben. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Wenn man jetzt hier mal guckt, da sind wir auch schon auf Stufe 6. Das erste, was ich mal machen sollte, ist tatsächlich meine Rüstung austauschen, die wir in der letzten Folge bekommen haben. Man sieht, dass dieser Plattenpanzer auf jeden Fall wesentlich stärker ist als unser Kettenhemd. Und deswegen schmeißen wir das Kettenhemd weg. Diejenigen von euch, die schon Lands of Lore, The Throne of Chaos gesehen haben, werden sich übrigens die ganze Zeit gewundert haben, warum legt ihr die Gegenstände weg, die ihr nicht mehr braucht? Ganz einfach, weil es in diesem Spiel hier keinen Händler gibt. Es gibt keinen Grund, Gold irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu sammeln, weil es das Gold auch gar nicht gibt in diesem Spiel. Und daher ist dieses Handelssystem hier eigentlich vollkommen egal. So, was sagen die Hulin denn? Da lädt was nach. Bitte, bitte tretet doch ein. Wir haben Händler da drüben, die euch und euren Mannen jeden Wunsch erfüllen. Oh, danke. Übrigens bin ich allein unterwegs. Wie ihr meint, aber euer Akzent verrät mir, dass sich ein paar Freunde von euch bei uns befinden, die sich gerade sehr gut unterhalten und stärken. Freunde? Ich habe keine Freunde. Ja, das ist es. Tolle Idee. Ich trage meine Freunde, wir verwandeln uns in Echsen, trinken ein paar Bier und machen eine Sause. Oh Mann. Ja, Freunde von ihm? Gladstoner Dialekt? Vielleicht Dawn und Bakata? Wer weiß. Auf jeden Fall sind wir jetzt nun hier im Hulinendorf. Dieser Kerl hat sich ja ziemlich bei uns eingeschleimt. Unmöglich, wenn ihr mich fragt, nachdem er uns so rüde zurechtgewiesen hat. Schauen wir uns erstmal hier im Hulindorf um. Es gibt ein paar Orte zu entdecken. Interessant ist vor allem hier dieser Ort. Denn hier befindet sich tatsächlich eine Art Mystiker-Seher der Hulinen. Und der ist bestimmt interessiert an unserem Fluch, hoffentlich. Auch eine sehr schöne Sequenz hier. Finde ich sehr cool. Mit diesen Steinplatten hier.
Ziemlich imposant. Einen Moment, bitte. So. Hervorragend. Ich habe nach einem Meister des Mystischen unter den Hulinen gesucht. Sehr schmeichelhaft. Ich bin Rashar. Stets zu Dienst. Ich heiße Luther. Ich komme aus Gladstone. Ich bin verflucht worden. Eine recht lästige Angelegenheit. Und mir wurde gesagt, ihr könntet mir helfen. Gladstone? Oh, ich hoffe um euretwillen, euer Problem hat nichts mit den Nachforschungen eurer Landesgenossin zu tun. Landesgenossin? Die Mystikerin Dorn war erst vor knapp einer Stunde hier. Aber sie ist auf der Suche nach Geheimnissen über die Magie der Ahnen. Und leider habe ich so gar keinen Zugang zu dieser muffigen Welt. Ich hörte, euer Volk habe das Wissen, wie man uralte Flüche aufheben kann. Euer Ratgeber hat vielleicht das Kloster gemeint. Da sind ein paar Mönche, die befassen sich ein wenig mit unserer Geschichte. Nun ja, ich trage einen Fluch aus der Magie eurer Ahnen. Was? Ihr? Davon würde ich mich gern selbst überzeugen. Ich habe hier ein Gerät, das ein wenig davon abzieht. Oh, das macht nichts. Steht jetzt nur einen Moment still. Was zur Hölle? Was tut er? Was? Oh, das ist wundervoll. Bitte, was hätte ich denn da, an dem ihr interessiert wärt? Salben? Ein Feuerstab? Oh, dieses kleine bisschen Magie unserer Ahnen ist besser als eine Sphäre der Macht. Wow. Ich möchte dieses Gerät haben. Ich möchte dieses Gerät haben. Können wir nicht mit ihm reden? Er will nicht mit uns reden. Immerhin hat er gesagt, er sei mir sehr dankbar. Ja, wir nehmen uns jetzt erstmal diese Feuerkristalle. Ja, der hat ja mal ein Vertrauen in die Welt. Bitte, ich habe zu arbeiten. Ich muss jetzt gehen. Sehr schön, ich habe auch noch einiges zu erledigen. Aber wir haben doch noch gar nicht alles mitgenommen, deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal zurück. Gucken uns gerne nochmal die Sequenz an. Also der Typ ist der Meinung, dass wir uns an das Kloster der Hulinen wenden sollen. Und dort gibt es offenbar einige Mönche. Ihr beehrt mich schon wieder. Hallo. Ja, ich will mir den Rest klauen. Was zur... Meridian der Verdunklung. Ich glaube kaum, dass er das vermissen wird. Wahrscheinlich nicht. Und hier vorne... einen sprechenden Stein. Der vierte, den wir mittlerweile gefunden haben. Hm. Ja. Ansonsten war er leider nicht sehr hilfreich, wenn ihr mich fragt. Ja, gucken wir uns also erstmal... entsprechenden Stein an. Was sollen wir denn machen? So tun, als würde unser Hab und Gut nicht im Meer versinken, damit unser Herrscher keine Gewissensbisse hat? Wir haben Verwandte im Norden. Wir sind auf dem Weg dorthin. Ich rate dir und den Deinen dasselbe. Interessant. Das heißt, die Heimat oder eine Stadt der Drakoiden ist im Meer versunken. Wir werden sicher noch mehr darüber erfahren. Den werden wir jetzt erstmal hier mit zutun. Was ist das nochmal? Eifer des Gefechts. Eifer des Gefechts. Okay. Wird wahrscheinlich auch irgendwie unsere Angriffskraft oder so stärken. Das war also erstmal Rashar. Nicht besonders hilfreich aktuell, wenn ihr mich fragt. Was haben wir denn hier in diesem Häuschen? Gar nichts. Okay. Was haben wir denn hier hinten noch? Wer ist das? Psst. Psst. Hä? Warum sollte man hier flüstern? Die Lage ist anders, als man sie vermutet. Anjar muss vernichtet werden. Er hortet zu manchen Schatz. Wie bitte? Ich kann dir nicht folgen. Gut, ich kann's nicht leiden, wenn man mir folgt. Und merk dir Folgendes. Das Passwort ist Ankh-Man. Komm schon, in Wirklichkeit ist das Passwort Weichbirne. Wer ist Anja? Und wer ist dieser Typ? Ganz merkwürdig. Es scheint ja fast so, als wenn sich hier im
innerhalb des Hulinendorfes eine Art Revolution so langsam bildet. Oder was war das für eine Untergrundgesellschaft, mit der wir da eben geredet haben? Naja, wie auch immer. Gehen wir erstmal hier hin. Ein nettes Plätzchen. Was ist das da? Ist das eine Echse? Holy shit, war das eine große Echse. Ein sehr lauschiger Ort. Wie seltsam. Durchaus seltsam. Hallo Hühner. Was ist denn hier hinten? Oh, da liegt doch eine von diesen Echsen. Ist das ein Krokodil? Wahrscheinlich sollte ich es nicht anklicken. Ungewöhnlich. Ja, durchaus ungewöhnlich. Aha. Oh, das ist ganz wichtig. Bienenwachs. Leider nur einmal Bienenwachs, aber ihr könnt mir glauben, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Ah. Interessant. Interessant, das ist ein Schemel. Was soll daran interessant sein? Ich war mir sicher, dass ich hier drin was finden würde. Nein, da ist nichts, Luther. Also gehen wir mal zurück. Das ist aber nicht der einzige Ort, an dem wir etwas auslösen können, denn wir können noch in diese kleine Taverne gehen und wir treffen dort tatsächlich jemanden. Luther, ich habe gehört, dass du hier bist. Eben gerade hatte ich mir überlegt, ob ich vielleicht aufbrechen und mich auf die Suche nach dir begeben soll. Ist mein Ansehen für dich so furchteinflößend, dass du mir ohne weiteres deine Kapitulation anbietest, ohne mich zum Kampf zu fordern? Bakata, warum folgt mir ein Talamari wie du in diesem entlegenen Land? Ich habe kein Verbrechen begangen und sicher gibt es für dich in Gladstone Wichtigeres zu tun. Dich festzunehmen ist nicht meine eigentliche Aufgabe. Ich bin in diesem südlichen Kontinent, um meine Herrin Dawn zu beschützen. Sie untersucht ein äußerst mystisches Phänomen, das vielleicht ganz Gladstone gefährden könnte. Sie ist vor ein paar Augenblicken aufgebrochen, um sich auf die Suche nach einigen Runen oder Schriften oder etwas Ähnlichem zu machen. Dawn ist hier? Wo? Vielleicht kann sie mir helfen, das Geheimnis meines Fluchs zu lüften. Entschuldige, aber meine Herrin ist viel beschäftigt und deswegen glaube ich kaum, dass sie Zeit für dein kleines Problem erübrigen kann. Wohlan, dann streck mal deine Arme aus. Nein. Du willst mich fesseln? Hör mich an, das Drarakel hat mir geweissagt, dass ich die Lösung meines Problems hier bei den Katzenmenschen finde. Gib mir zumindest etwas mehr Zeit, um weitere Nachforschungen anzustellen. Weißt du, Luther, ich glaube, es wäre etwas mühsam, dich ständig im Auge zu behalten, während ich mich um meine anderen Pflichten kümmere. Gib mir dein Ehrenwort, mich an der Brücke, die über den Fluss Bane führt, zu treffen. Dann verspreche ich dir, dass ich dich nicht fesseln werde. Ich brauche für meine Aufträge noch ein paar Stunden. Du lässt mich gehen? Aber erst, nachdem du mir geschworen hast, mich bei der Brücke zu treffen, wenn du deine Antworten gefunden hast. Worauf ich nach wie vor bestehe, ist, dass wir beide gemeinsam nach Gladstone zurückkehren. Okay, Bakata, das lässt sich machen. Wir sollten also auf jeden Fall Dawn treffen, denn sie weiß vielleicht etwas über diesen Ahnenfluch oder wie man etwas dagegen tun kann. Sie entschlüsselt offenbar alte Schriften. Interessant finde ich übrigens, dass hier, selbst so weit weg von Gladstone entfernt, ein Bild von Kieran hängt. Was ist denn mit der Bardame? Kennen wir uns nicht irgendwoher? Wart ihr nicht auf Mauris Party letzten Monat? Was für eine schlechte Anmache. Tut mir leid, aber das ist aus. Oh Gott, was für eine dämliche Synchronstimme. Das ist ja unfassbar. Interessant. Wirklich interessant. Finde ich nicht. Mit Bakata können wir offenbar auch nicht mehr reden. Kein versteckter Hebel? Ja, kein versteckter Hebel. Was zur... Oh, Dreck. Danke, nein. Aber du behältst deine Sachen und ich behalte meine. Okay, schade. Wir können es auch nicht essen. Mist. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal. Bakata gibt uns einen Aufschub. Er wird uns nicht sofort festnehmen. Ich schätze, ich gehe dann besser mal. Und vergiss nicht, wir treffen uns an der Brücke. Wenn die Zeit reif ist, Bakata. Wenn die Zeit reif ist. Das ist aber noch nicht alles, was wir hier machen können im Hulinendorf. Denn es fehlt natürlich immer noch, der Herrscher, dem wir mal einen Besuch abstatten sollten. Der Herrscher der Hulinen.
die kosmische Hoheit. Ich glaube, so wurde er genannt. Wer ist das? Hallo? Was? Was ist so? Verzeih, ich spreche halt einfach mit jedem, den ich treffe. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Informationen über einen Fluch, den ich trage. Entschuldigt die Störung. Okay, bring den Bastard lieber wieder zurück. Oder ich ersteche ihn mit seinem eigenen Horn. Das tue ich. Was redet der? Was redet der von Wasser? Ich verstehe es nicht. Okay, sehr seltsamer Typ, wenn ihr mich fragt. Oh, was ist das für ein Haus? Naja, gucken wir uns erstmal an, was wir hier haben. Oh. Hier ist nämlich auch eine Tür und hier ein Wächter. Halt, Sterblicher! Wer wünscht eine Audienz bei Anja, seiner kosmischen Lordschaft und Herrscher über den faszinierenden Dschungel der Hulinen? Oh, wow, ich hatte ja keine Ahnung. Erlaubt euch keinen Hohn! Ich wiederhole, wer wünscht eine Audienz bei Anja? Luther. Ich bin Luther aus Gladstone. Ich habe die vermisste Frau gefunden. Schala hat doch sicher von mir erzählt. Ah, ihr wollt es also auch gewesen sein. Wir hatten angenommen, es war der stämmige Gefährte, der im Lokal sitzt. Und es ist weit wahrscheinlicher, dass dieser Gladstoner Schala gerettet hat. Nicht wirklich, du Honk. Du musst dir nur mal mein Schwert angucken, dann weißt du eigentlich Bescheid, dass ich durchaus beeindruckend bin. Anja ist also der Herrscher der Hulinen. Und es gibt hier welche, die ihn tot sehen wollen. Warum? Wir werden es gleich herausfinden. Willkommen, willkommen in meiner Welt. Ich hoffe, ihr werdet gut behandelt. Wir Hulinen haben eine lange Tradition, was Gastfreundschaft angeht. Ja, genau. Die Geschichte der Hulinen ist wirklich faszinierend. Welchen Anteil haben diese Spinnen an ihr? Und ich bin über alle Maßen stolz darauf, die wundervolle Verantwortung für die Fortführung unserer schönen Tradition zu tragen. Habt ihr schon unser heiliges Kloster besuchen können? Die Spinnen, die ich gesehen habe, waren... Wohlan, dann viel Glück und, viel Glück! Sagt, macht ihr euch gar keine Gedanken wegen dieser Spinnen in der Höhle? Ich hörte, sie beginnen in manchen Gegenden an die Oberfläche zu kommen. Die Hulinen erweitern die Geschichten über den vielarmigen Tod schon seit Jahren. Der prächtige Kelsrick, Leiter meiner Wache, wird mir schon sagen, wenn eine wirkliche Gefahr für unser Dorf besteht. Ich habe ein paar Untertanen, die neigen leicht zu Übertreibungen. Aber... Ich wünsche euch alles Gute. Und, viel Glück. Okay. Ich weiß, warum man ihn tot sehen will. Der Kerl ist eine unerträgliche Nervensäge. Und mit so jemandem an der Macht ist es kein Wunder, dass die Hulinen hier in ihren Untergang laufen. Ziemlich traurig, dass er das so ignoriert und herunterspielt. Ich weiß von keiner weiteren Audienz, die euch gewährt wurde. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Euer Dorf ist in ernster Gefahr. Mein erstes Treffen mit eurem Ältesten hat nichts erbracht. Vielleicht muss ich meiner Sorge... Seine Hoheit wird übel von solchem Geschwätz verschwindet. Ich will doch nur an diesen Knopf. Oh. Schade. Es war ein Versuch wert. Auf einmal sprudelt hier Wasser. Das hat hier doch vorher nicht gesprudelt, oder? Naja, wie auch immer. Wir werden jetzt als nächstes zu diesem heruntergekommenen Haus gehen. Und mal gucken, ob wir hier vielleicht auch etwas finden, was für uns interessant sein könnte. Man sollte doch meinen, dass hier nichts ist, oder? Ja, aber es gibt natürlich einen Keller. Sieht erstmal nicht verdächtig aus. Wein? Aber hier ist noch etwas. Genau hier. Passwort? Ankman? Ich bin Luther aus... Ach, egal. Oh, Verzeihung, ich dachte, dies sei ein Geschäft. Ich möchte meine Vorräte auffrischen. Bitte, nur die Ruhe.
Trotz des offensichtlichen Mangels an Regalen, seid versichert, ihr seid in einem richtigen Geschäft. Sagt mir, welche Vorräte benötigt ihr? Antiquitäten? Geschmeide? Ich bin, ein Händler. Ja, das bist du. Ich kann euch alles besorgen, was ihr wollt. Verstehe, du bist ein Geschäftsmann. Wohlan, könntest du mir dieses herrliche Schwert von Kitjara besorgen? Sie verlangt dafür einfach zu viel, aber mir läge eine Menge daran, es zu besitzen. Oh, das mächtige Schwert Feuersturm. Ihr seid nicht gerade arm, habe ich recht? Nur das Beste kommt für euch in Frage. Ich fürchte aber, mein Preis für das Schwert wird euch vielleicht ein bisschen zu hoch erscheinen. So? Nenn deinen Preis. Es war das Schwert von General Velka. Kitjara bewacht ihre Schätze sorgfältig. Die Beschaffung des Schwertes wäre sicher recht aufwendig und sie wäre mit einer Menge Schwierigkeiten verbunden. Ich nahm nicht an, dass die Preisverhandlung so entnervend sein würde. Och, der Preis, das ist einfach. Tötet Kelsrick für mich. Und ich besorge euch das Schwert. Kelsrick? Töten? Die Leibwache des Dorfältesten? Warum? Ich mag ihn einfach nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Das soll euch als Grund genügen. Ich find's übrigens ziemlich gruselig, dass der Kerl einfach mal schwarze Augen hat. Was zur... Der ist ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Schlüssel. Können wir dahin? Nächstes Mal vielleicht. Hm. Oh. Ich würde ihn nicht ärgerlich machen. Der sieht durchaus gefährlich aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal. Bis dann, Luther. Ich denke, wir werden gute Freunde. Tja, also das heißt wohl, ich habe vorhin gelogen. Es gibt wohl doch einen Händler im Spiel. Allerdings können wir ihn nicht mit Geld überzeugen. Er will, dass wir Kelsrick töten. Das Problem an der Geschichte ist, wenn wir Kelsrick hier töten, dann wird das auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir keinen Fuß mehr in dieses Dorf reinsetzen können. Und das ist ziemlich ärgerlich. Und deswegen müssen wir das vorerst aufschieben. Aber Feuersturm wäre natürlich als Waffe sehr cool. Was haben wir jetzt hier gefunden? Schädelschlüssel. Der Schädelschlüssel. Und der Schädelschlüssel ist ein besonderer Schlüssel. Denn er ist in der Lage, die meisten Türen hier im Hulindorf eigentlich zu öffnen. Wenn nicht sogar alle. Oh, Eifer des Gefechts. Dann nehmen wir auch nochmal hier mit rein. Und dann gucken wir mal hier weiter. Auch diese Tür lässt sich öffnen. Und das werden wir jetzt auch mit den anderen Räumen tun. Und mal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwo noch etwas Nützliches finden. Der Betrunkene ist weg. Wo ist der Drunk Man? Der Drunk Master 9000. So, was haben wir denn hier? Oh, Wachs. Sehr wichtig, ihr werdet noch herausfinden, warum. Okay, da war nichts. Wurfmesser. Ein Wurfmesser. Nicht besonders stark und deswegen lasse ich das jetzt auch hier liegen. Fallenstelle-Armbrust. Eine Fallenstelle-Armbrust. Wow. Die ist ein ganzes Stück besser. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann hat die so eine Spinnenwebe, die sie verschießt. Die Gegner einspinnt, können wir ja gucken. Ja, genau. Deswegen Fallenstelle-Armbrust. So, das war schon mal gar nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch? Hier ist die Tür offen. Okay, hier ist also erstmal nichts drin. Aber das war ja nicht das Letzte. Hier vorne müsste auch noch etwas sein. Hier. Gucken wir uns das doch auch mal an. Okay, die Tür können wir nicht öffnen. Das ist ungewöhnlich. Können wir die öffnen? Ah, ja, okay. Wäre ja auch wirklich schade gewesen. Gehen wir also mal in diesen Raum rein und wir sehen erstmal gar nichts. Was ist hier? Oh, Vorräte. Fangen wir mal damit an. Das sind aber ordentliche Vorräte. Welsfrucht.
Die heilt, soweit ich weiß, Vergiftung. Wir müssen jetzt langsam mal was wegschmeißen. Ich schmeiß mal diesen Funkenzauber weg hier. Licht. Und ehrlich gesagt brauche ich auch die Axt nicht. Was ist das? Schriftrolle. Das ist, glaube ich, ein Rezept. Wendet Eisenholzsaft auf Bernstein an, um einen kraftverstärkenden Heldenstein zu erzeugen. Ah, genau. Das ist auch genau das, was wir schon bisher getan haben. Mm. Die Rezepte findet man hin und wieder mal. Aber die kann man natürlich auch durch eigenes Herumprobieren auch herausfinden. Deswegen sind die jetzt nicht so unglaublich notwendig. Oh. Ja, dieses Tor können wir leider auch nicht öffnen. Gibt es hier vorne vielleicht noch was? Hier ist doch auch was. Oh. Kann man aber nicht öffnen. Hier kommt man ja wahrscheinlich auch nicht rüber, würde ich jetzt mal vermuten. Okay, das hätte mich auch irgendwie sehr gewundert, wenn man hier durchgekommen wäre. Das bleibt also ein Geheimnis. Oh. Ich wüsste nicht, wie man hier rankommen soll. Und auch das sagt mir eigentlich, dass man... Ach, wobei, er zeigt natürlich an, dass hier was ist. Aber ich wüsste halt wirklich nicht, wie wir da hinkommen sollen. Kann man hier hinten noch irgendwas machen? Nope. Ja gut, das war's jetzt erstmal hier im Mulinendschungel. Allerdings, beziehungsweise im Mulindorf. Allerdings können wir den Herrscher hier noch etwas ärgern. Dezent ärgern. Ein Wort der Warnung. Wir schätzen keine bewaffneten Krieger in unserem Dorf. Wir beobachten euch auf Schritt und Tritt. Habt vielen Dank. Die Gastfreundschaft der Hulinen ist absolut bemerkenswert. Der Keltrick ist auch ein ganz schönes Arschloch, wenn ihr mich fragt. So. Wenn wir jetzt mal hier gucken, dann sehen wir ja, dass hier das Gebäude ist, der Sitz des Hohen Lords von Anya, des kosmischen Lords. Und hier ist eine Wasserversorgung. So. Da lässt sich doch bestimmt mal was machen, oder? Was denkt ihr? Also wir haben diesen Ort ja schon gesehen, das ist dort, wo die Echsen waren. Da können wir auf jeden Fall etwas tun. Wir müssen mal eben gucken. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal wieder hier rum. Und dann nimmt nämlich das Unheil seinen Lauf. Hier hat sich nämlich schon etwas verändert. Und zwar haben sie dieses Schott hier aufgemacht und deswegen fließt da jetzt Wasser rein. Und ihr seht jetzt hier diesen Felsen. Wenn wir den angreifen, dann fließt da Öl rein. Tja. Und was haben wir denn schon mal geschafft? Mit Öl und unserem Funkenzauber. Genau. Ich werde jetzt erstmal abspeichern. Und dann kann es losgehen. Gut, dass wir eine Echse geworden sind und keine Bestie, sonst hätten wir diesen Zauber jetzt nicht anwenden können. Probieren wir den Funkenzauber mal hier. Ja, ich würde mal sagen, da flog Anya gerade. Und jetzt gehen wir mal zurück in das Dorf und gucken mal, was unsere Aktionen für eine Folge hatten. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, was passiert ist. Es wird auf jeden Fall die Machtstruktur etwas durchschütteln. Natürlich können sie uns nichts beweisen und das ist auch gut so. Wenn wir jetzt hier vorne hingehen, sehen wir, dass das Tor offen ist und das Gebäude komplett abgebrannt ist. Oh, ach, gab es etwa einen Unfall? Es gibt zwar keinen Beweis, aber ich denke, ihr seid's gewesen. Ich werde euch beobachten. Mach das ruhig, Keltrick. Irgendwann ist auch deine Stunde gekommen, aber erstmal werden wir jetzt hier feststellen, dass Anya unter seinem Sitz, unter seinem Gebäude einen beträchtlichen Schatz von Ahnenkristallen hatte. Und die werden wir natürlich jetzt alle mitnehmen. Und einen davon können wir sogar mal benutzen. Und dann seht ihr hier, dass die 5. Stufe freigeschaltet wird. Und zwar bei jedem Zauber. Wenn wir jetzt also wechseln, haben wir das auch immer noch. Und das können wir dann eben halt einmal benutzen. Ja, und hier sehen wir nochmal die Wasserversorgung, die jetzt voller Öl ist. Ja, also Anya, dieser
bescheuerte Herrscher ist auf jeden Fall schon mal ausgeschaltet. Das reicht aber noch nicht. Das reicht noch lange nicht. Als nächstes werden wir uns aufmachen zu diesem Tempel. Zu diesem Kloster. Das jetzt schon von mehreren Leuten benannt wurde. Denn dort hält sich Dawn auf. Und es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir mal mit Dawn reden. Denn sie ist die Mystikerin von Gladstone. Das heißt, wir können wirklich davon ausgehen, dass sie einiges über diese Ahnenmagie weiß. Und selbst wenn sie nichts weiß, dann können wir vielleicht zusammen eine Lösung erarbeiten. Denn alleine denke ich, dass Luther da nicht allzu große Chancen hat. Aktuell zumindest. Denn die Leute, die wir bisher getroffen haben, naja, ihre Hilfsbedürftigkeit, die kannte ihre Grenzen. Sagen wir es mal ganz nett ausgedrückt so.